So. Ja. Das. Können wir hier. Gehen wir da mal raus? Können wir da oder können wir hier? Können wir da? Dann tue ich mal den Joystick weg. Guck mal, hier, so. Der hat ja eine geile Farbe. Genau. Ja. Gute Nacht. Xanotakles sagt, hat Spaß gemacht, freue mich auf die Gamescom-Woche. Ja, ja, ich mich auch. Ich habe mich ja sehr auf die Gamescom auch gefreut, muss ich zugeben. Also, mir macht die ja immer richtig geil Spaß. Und ich habe mich dieses Jahr darauf gefreut, weil wir ja eigentlich ausstellen wollten. Da habe ich mich echt, am Anfang vom Jahr habe ich echt gedacht, so, ja, habe den Urlaub eingetragen. Letztes Jahr haben wir ja nicht ausgestellt, aber dieses Jahr wollten wir wieder. Genau. Und habe dann da gesessen, habe gesagt, ja, und dann kam ja hier jetzt. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir das so lösen. Und ich muss so, also der Urlaub ist immer noch eingetragen und ich freue mich da echt drüber. Also es macht bestimmt Spaß und schauen wir mal. Wir machen einfach unsere eigene Party. Ja. Also ich bin da schon richtig... Ich bin mal gespannt, wie wir am Samstag aussehen, ob wir dann hier auf dem Zahnfleisch vermutlich gehen. So wie samstags auf der Gamescom. Wir sehen ja da auch nach dem dritten Tag aus wie durchgekauten, ausgespuckten Wurk. Ja. Aber das macht nichts. Ja. So. Ich sehe, Gamescom, die Retro-Ecke fällt alles ins Wasser. Ja. Xanotakte sagt, scheiß Party, wenn ich meine Hosen finde, gehe ich heim. Runde A-Train, jawohl. Ja. Jetzt eine Runde A-Train. Es steht im Regal, aber ich hätte jetzt gesagt, 14:45, der Hagen muss noch heimfahren. Mm. Wir machen jetzt nicht mehr lang. Nee, auch ganz entspannt. Ja. Wobei meine Augen sind noch nicht auf Habmast. Du hast noch kein Schmusi von dir gegeben. So wie bei Monkey Island 1. Ja. Das war echt. Das hat mich zurückgeworfen. Das hat einfach mich Wochen hat mich das zurückgeworfen. Oh, Elaine! Oh, geil, brah. Kurze Runde Anno. Genau. Ja. Ja, sonst irgendwelche Fragen, die wir noch beantworten können? Ja, irgendwas Mörderböses, Wichtiges. Wir machen einen AMA, Ask Me Anything. Ob wir antworten, ist die andere Frage. Ja, danke, wollte schon sagen hier. Kurze Runde Hunter. Nein, A-Train. Dosch. A-Train, was war das? War Simulation oder was? Ich sehe es da stehen. Ja, das ist sowas wie Railroad Tycoon. Ah ja. So in der Richtung. Hm. Wie alt seid ihr beide? Zusammen? Über 80. Ja. Ich bin aber älter. Hehehe. Konnte man kaum vorstellen sich, ne? Ja. Ja, wir sind noch weit vor 50, muss man dazu sagen. Genau. Und der Hagen ist 2 Jahre älter als ich. Also 1,5. Ja. Nur 1,5. Ja. Da siehst du noch so jung aus. Das macht, weil ich hier. Das macht nur alles, die Kappe. Alles verstecke. Apropos das macht die Kappe. Ja. Ach. Ach, herrlich, du. Ach. Ich sehe aus. Aber heute war's, du hast recht, dieses. Legst das Tüchlein. Ich habe zwar die Küchentüchlein-Rolle fast da platt gemacht. Aber es war nicht so unangenehm wie sonst. Obwohl es irgendwie gefühlt wärmer war. Ja, also so langsam wird es etwas kühler, ja. Aber du hast aber ein Innenthermo hast du nicht, ne? Eine was? Ein Innenthermometer. Ich habe ein Außenthermometer, es hängt da. Ja, aber da können wir ja auch Alexa fragen, das brauchen wir hier nicht. Ja, Innenthermometer habe ich hier nicht. Ah, Wahnsinn. Ist die Pickelhaube aus Plastik? Ja. Die ist ein Vollplastik. Ist ein Faschingsartikel. Ist halt für Sommer okay und wenn du draußen bist auch okay, aber du hast halt überhaupt keine Luft, du hast überhaupt keine Luft unter dem Ding. Hm. Spaceman fragt, laufen CDTV-Spiele im CD32? Grundsätzlich ja, das CD32 hat einen CDTV-Modus und wenn die entsprechende Datei auf der CD ist, dann geht das CD32 in CDTV-Modus. Ich kann nicht garantieren, dass alle Spiele laufen, aber sie haben es versucht, so weit wie möglich zu machen. Genau. Aber es laufen ja auch nicht alle Amiga 500 Spiele auf dem Amiga 1200, so muss man das ungefähr vergleichen. Ja. Wenigstens müssen wir nicht frieren. 27 und 30. Oh, Grad. Grad. Ach Quatsch, Grad hier, da komm. Ja. Oh, guck hier. No. Ja. Genau. Nein, ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, wir sind beide über 40. Ja. Nicht erst seit gestern. Ja, aber wir haben noch weit bis zu 50. Ja. Ja.
Also ich bin so jung, wie ich mich fühle, muss man dazu sagen. Also man muss dazu sagen, wir waren ja vorhin bei Großeltern. Mein Großvater hatte rote Haare. Und rote Haare haben den Nachteil oder den Vorteil, die werden weiß, wenn man die gewisse genetische Veranlagung hat. Mhm. Sprich, ich hatte immer rote Bartstoppeln da dazwischen und die sind alle weiß geworden. Und zwar bei mir schon, ich glaube mit 31 oder so, 32 irgendwie so. Und seitdem sehe ich aus, als wäre ich kurz vor 50, muss man ganz deutlich sagen. Aber obrum, das, was ich als Herrscher noch habe, ich muss ja mal darüber gucken in die Kamera, das ist nicht grau geworden, nur der Bart. Aber der macht's halt alt, ne? Und dann halt die Stoppelbacke da rechts und links. Den halt auch, du musst deinen Schreibtisch noch nicht aufhören. Was ja, machst ich du denn ich, da? Ich bereite was vor. Rennt aus dem Bild und kruschelt da auf der Seite rum. Ja. Ja, genau, grau ist das neue Jung, so sieht das aus. Wobei man auch zugeben muss, die Kamerabeleuchtung macht einen immer etwas älter, das ist so. Ja? Meistens spielen wir ja auch am späteren Abend. Ich finde es gerade hier super gefällig, der Dennis futschelt an den Kameraaufstellungen rum. Am späteren Abend, das heißt, meine Augen gehen langsam auf Halbmast und man kriegt dann ja auch die Betonung der Augenpartie, die natürliche Betonung. Und die macht natürlich auch nicht gerade jünger, wenn man da ein paar Runzelchen kriegt und ein paar Augenringe im Verlauf des Abends. Und deswegen, also richtig schön fand ich es. Und da muss ich zugeben, ich habe es auch nicht als Beleidigung aufgefasst, als ein sehr netter Zuschauer, nicht mit dem Kabel auf den Monitor, ein sehr netter Zuschauer irgendwann sagte, ach Hagen, also wir haben uns auf der Amiga, irgendeine von den Messen, ich weiß gar nicht mehr, welches war, getroffen. Und der meinte dann, ach Hagen, es macht echt so Spaß. Wir können auch so zusammensitzen. Du bist ja genauso alt wie ich. Und ich so, echt, was machst du denn? Und so weiter und so fort. Und irgendwann sagte der, ach weißt du, es geht dir ja so wie mir. Mit kurz nach 60, da arbeiten wir auf die Rente zu. Und ich muss zugeben, ich habe ihn so angucken, das hat... Ist bei mir noch ein bisschen hin, hab's jetzt aber nicht beleidigt, sondern einfach nur, oh ja, so ist geil, gell? Ich sah schon mit 16, glaube ich, aus, als wäre ich über 20, oder? Denn ich glaube, jung sah ich nie aus. Na, mit 16 schon. Ja, okay, da schon. Aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, das ist einfach so. So, hier war die Frage, ja, ob er den reparierten 4000er in Aktion sehen können. So, und dazu, in der Hoffnung, dass das jetzt hier funktioniert, gehen wir mal da drauf. Ah, das Problem ist, so. Du musst die Kamera umdrehen. Er hat jetzt die Baumarkt-Cam, Modellbau-Cam vergewohlwurzelt. So, habe ich den Stecker da jetzt vielleicht rausgezogen? Ich finde jetzt, es ist alles gut. Film doch mal. Drück nochmal bitte den Knopf. Ich darf drücken. Ich drück selbst. So. Mhm. Ich muss nochmal gucken, woran es jetzt hier hängt. Wahnsinn. Strom rausgezogen. Spannung. Dennis krabbelt unter dem Tisch rum. Spannung. Ich darf nicht drücken. Ich bin auch doll. Du hast den Monitor ausgemacht. Nein, der Monitor hängt ja am... Der Monitor hängt ja am Amiga dran. Ich muss den Amiga erst einschalten. Vorher geht's nicht. Kann gar nicht gehen. So. Ihr glaubt doch nicht, dass wenn ich den Competition Pro schon nur mit Seufzen, Stöhnen und verzweifelten Blicken vom Dennis anfassen darf, dass ich das Stream Deck drücken darf. Seid doch mal realistisch. Der atmet ja schon schwer ein, wenn ich... Guck mal, Dennis, ich drück den Knopf. Jetzt film doch nicht noch die Cola-Flasche da so. Nimm sie doch einfach weg. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt filmt er den Handelhersteller. Wahnsinn. Habe ich das Kabel nicht angeschlossen? Signalkabel überprüfen. Es könnte helfen, wenn ich es anschließe. Ich bleibe einfach hier fotogen in der Mitte des Bildschirms sitzen. Du könntest mir mal die Kamera... Jetzt bin ich doppelt da. Nee, denn es wird immer schöner.
Du könntest mir mal die Kamera halten. Ach, jetzt soll ich dir noch die Kamera halten? Ja. Soll ich am Ende noch den Arm aus der Sonne legen oder was? So. So, meine Lieben. Jetzt bin ich doppelt in doppelt hier. Ich bin, guck mal, jetzt kann ich seitwärts, von vorne. Ja, da hinten hat der Dennis ein paar coole Bildchen. Hier ist unser Greenscreen. Ich habe gar kein Monitorkabel. Er hat gar kein Monitorkabel. Ja, Wahnsinn. Ja. Und da hinten ist auch der Teil der Beleuchtung, der mir so schön warm macht. Ich muss mich abkoppeln. Ich sehe ja gar nichts mehr. Jetzt ist der. Sei der wieder da. So, jetzt hat er auch das Ding sie ausgemacht. Ach, jetzt. So, ihr hört nur noch mich. Dennis musste sich jetzt abkoppeln. Er hat kein Kabel. Jetzt guck mal, jetzt sitze ich sogar in der Mitte vom Bild. Jetzt, wenn ich jetzt Bauchbinde drücke, Dennis, dann bin ich ja beide. Dann bist du beide. Wo geht ein Bauchbinde? Komm, ich will. Ich drück mal Bauchbinde. Guck mal, ich bin jetzt beide. Jetzt wo muss ich hin? Ich muss jetzt in die. Guck mal, jetzt kann ich sogar der Dennis sein. Ich bin der Dennis. Ich wünsche euch Ad Astra. Ja. Ich könnte jetzt auf dem Rollstuhl mit mir selber reden. Ach, komm, immer du rechts. Du rollst über das Kabel? Stehe ich schon drauf? Muss ich hoch? Nee. Ich war jetzt schon im Zwiegespräch mit mir selber. Also eigentlich mit dir. Und genau das könnt ihr gewinnen. Na. Das war nicht seine Absicht gewesen, Spaceman. Nee, jetzt gibt's hier, keine Ahnung, dass hier Vollchaos passiert. Ja, das hat er geplant, ja. So, Hagen, drück mal die Taste. Nee, nein. Wie geht's dir wieder weg? Desktop. Nein. Modellbau. Eins nach rechts. Das da. Die da. Ja. So, da sehen wir das Bild und jetzt müssen wir einmal den Affengriff, kann man mit einer Hand machen. Control Amiga Amiga. Ich gucke jetzt in die Richtung, weil da der Rechner steht. Ich wollte es nur sagen. Ich kann auch in die andere Richtung gucken, dann gucke ich jetzt die Wand an. Genau, also er funktioniert. Haben wir hier noch drauf. Dennis, was ist denn da alles drauf? Was sehen wir denn? Komm jetzt nochmal für den Also wir haben hier den Amiga 4000, den wir in der Bastelecke, also den der Peter in der Bastelecke wieder hinbekommen hat. Was habe ich denn da noch alles für Krempel? Da habe ich mal Demos gesammelt. Hagen? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Nein. Bleib ganz locker, Dennis. Ja. Irgendwas. Das sind so Demos, die hatte ich mal gesammelt. Wir wollten mal eine Amiga Fever CD machen. Da hatten wir auch schon mit dem Falke Verlag drüber gesprochen. Da ist dann aber nie dazu gekommen. Da hatte ich schon mal hier Material gesammelt. Genau. Ich werde mal hier das Demo zu. Nee, das ist Diskette. Okay, das bringt so nichts. Ach, wir starten einfach. Wir machen mal einen Teaser. Nämlich das nächste Pinball. Nee, nicht das nächste. Das übernächste Pinball-Spiel, was wir uns anschauen werden. Nicht das nächste. Das übernächste ist dann. Das da. Das da. Das ist hier aber auch nur eine Demo-Version. Man gar nichts mehr. Nee, schwarzer Bildschirm. Die Kamera hat sich auch abgeschaltet. Du brauchst keine Kamera, du hast mich. Ja, weil ich sie am Schlafhütchen jetzt nicht mehr am Strom habe, hat die gesagt, der macht ja gar nichts, kann ich mich ja abschalten. Hier wurde gerade gesagt, mein 1200er kann von dieser Leistung nur träumen. Was ist es denn für ein 4000er, Dennis? Magst du noch mal kurz? Amiga 4000 030.
25 MHz. Hat als einzige Erweiterung ist ein SCSI-Controller drin und ein CD-Brenner. Sonst aber leistungsmäßig Standard. Ich habe vor, da was zu ändern dran. Da habe ich mir auch schon Teile bestellt, aber ich warte noch drauf, bis eine bestimmte moderne Erweiterungskarte wieder lieferbar wird. Also willst du sie nicht auseinanderbusseln, sondern was mehr reinbusseln? Was mehr reinbusseln, genau. Und hier wurde auch geschrieben, Pinball. Ich hätte auch gerne einen Amiga 4000, aber einen brauchbaren zu finden ist zu teuer. Ja. Das hatten wir ja vorhin auch. Also Sammler bezahlen mittlerweile auch für Amigas nicht gerade wenig Kohle. Genau, also das mal kurz. Er läuft, er hat die Reparatur und den Heimtransport zu mir gut überstanden. Und das Schöne ist ja bei einem Amiga, man kann das hier machen. Aus, fertig, nichts mit runterfahren. Dennis, das, was ich dir jetzt sagen wollte, wurde hier auch schon gesagt. Die Sache ist ganz einfach. Ich hätte jetzt gesagt, geh doch nochmal auf Modellbaucam und fahr doch einmal von links oben nach rechts unten über dein Regal. Weil hier, die haben alle um den Amiga geluppert. Was um denn zu da? Sehen, was da noch alles steht. Okay. Das können wir ja gerade mal, du kannst ja so im Schnelldurchlauf. Soll ich nochmal, welche Knopf muss ich drücken? Den unter den dem da. Haken, genau. So, dann muss ich jetzt muss mal... Muss ja jetzt nicht so en Detail, aber so mal... Wir machen mal vielleicht mal so ein, zwei Highlights, vielleicht auch welche, die wir schon mal gezeigt haben. Also das Erste ist, natürlich ist das unsere, die Wand, vor der wir stehen, wenn wir auch immer die Anmoderation machen. Mhm. Ja? Du musst jetzt nicht jedes... Such mal ein paar Highlights raus da. Ein paar Highlights? Ja, komm hier, Chaka. A-Train war doch da vorhin die Rede von. Das also ist da unten. A-Train da, steht hier. Da. Die sind übrigens sortiert nach Herstellern, nach Publishern. Ja, also wir haben zum Beispiel hier die kompletten LucasArts-Spiele für Amiga und dann fast alle Sierra-Spiele. Mir fehlen nur eine der beiden Versionen von Mixed Up Mother Goose und von King's Quest 1, dem Remake, habe ich leider nur die Kicks-Version. Ja, dann haben wir da hinten Cinemaware. Ich muss immer mal, weil ich jetzt den Bildschirm nicht sehe, muss ich da gucken. Ja, ja, alles gut. Team 17, Talion, Software 2000, Blue Byte. Ja, hau so mal weiter. So ein paar. Da Goblins gibt's da. Goblins. Goblins, wie auch immer man das formuliert. Ja. Da sind schon so ein paar da Battle Isle, also sieht man die da. Bei Blue Byte die Lücke neben die Siedler, das haben wir ja ausführlich gespielt. Mhm. Da gehört die Schachtel für History Line hin. Dann haben wir hier. Da Ember Star und Ember Moon, links oben in der Eck, da schön Worms ja, sehe ich hier. EA. Genau. Dann haben wir da Psygnosis verschiedene. Ja, jawohl. Da SSI. Unten It Came from the Desert habe ich, glaube ich, eben kurz verwackelt gesehen, oder? It Came from the Desert ist über Psygnosis. Da oben, ja. Ja. Dann haben wir von SSI die Rollenspiele und einige, also die Goldboxen habe ich alle, von den Silberboxen fehlt mir eine und die von den Strategiespielen fehlt mir noch so einiges. Ja, dann kommen wir zu Virgin, hinten haben wir Core Design und genau, da haben wir noch Rainbow Arts zum Beispiel, machen wir gleich. Turrican. Silent Service 1 fehlt, wurde hier gerade schockiert bemerkt. Stimmt, ich habe für den Amiga nur Silent Service 2, aber in der C64-Sammlung ist Silent Service 1 drin. Ja, und hier wurde angemerkt, dass man hier unten auch sehr schön stöbern und Schachteln angucken kann. Rate doch mal, was ich gerne mache. Der Dennis futtelt da irgendwas am Sound rum und macht und tut. Und währenddessen bummel ich da durch die Regale. Ist fast wie im Baumarkt. Man guckt so hier die Gerätschaften und da ist es wie hier auch. Was soll ich, was willst du denn drücken? Ah, aus, man sagt einfach, drück den Knopf. Drück den Knopf. So. Dennis, hast du einmal auch Sachen doppelt, wurde hier durchs gefragt. Studio. Ja, ich habe Sachen doppelt. Ja. Genau. Sind in Kisten ausgelagert zum Tauschen oder so. Ja. Der Dennis versucht natürlich, so wie wir das alle immer früher, auch bei der Panini, jetzt habe ich Panini gesagt, bei den Panini-Like-Bildchen, Panini-Like. Kann das mit dem Like, klappt super. Ja, wie wir das auch immer gemacht haben, du hast den da, dann gib mir den da, so, und dann macht der Dennis, versucht es natürlich auch mit gleicher Wertigkeit und so weiter, ein gewisses Tauschen, genau. Lol, Hagen im Baumarkt, ja, was glaubt ihr denn, was...
Das ist sehr entspannt, ja. So, was ist denn da, 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 da? Genau, genau hier, schön. Also ihr seht ja die Wand sowieso immer bei der Anmoderation hier jetzt mal ein bisschen, dass wir nicht im Weg stehen und so. Und den unteren Teil, den sieht man ja normalerweise dann nicht. Genau. Konsolendoc hat oben noch was geschrieben. Das habe ich grundsätzlich nur aus einem Augenwinkel gesehen. Das ging aber um was anderes als nicht die Spiele. Der ist in Helltürkis. Scroll doch gerade nochmal hoch. Dann kannst du das vielleicht selber da. Amiga 4000 in 4000 Case. Das ist doch der für 4000 Euro. Wenn ich das richtig im Kopf habe, der auch schon seit ewigen Zeiten da drin steht. Genau, für 4000, wusste ich doch, ist genau der. Ja, nee, ich habe den zum Amiga 4000, ich hatte ja das Glück, meine Tante hat auch Amigas gehabt. Mhm. Erst Amiga 500, glaube ich, und dann hat sie den Amiga 4000 gekauft und CD32. Und als sie dann auf PC umgestiegen ist, habe ich ihre alten Sachen bekommen, die alten Spiele und den CD32 und den 4000er. Genau. Und jetzt wieder repariert und wieder am Start. Genau. Schönes Gerät. Es wurde hier häufiger formuliert, ein besonderer Wunsch an mich, den umzusetzen, sich nicht ganz einfach. Ich soll einfach willenlos auf dem Steam Deck rumdrücken, bis ich den Nuke-Button aus Maniac Mansion erwische. Das geht ganz schnell, das ist nämlich ganz schnell der Stream vorbei, weil auf dem Stream Deck auch die Stream-Stopp-Taste ist. Also das ist gefährlich, was ihr da... Genau, der rote Knopf. Genau. Ja, ja, also man sieht, der Dennis hat hier schon so ein bisschen männerhöhlenmäßig. Ich fühle mich hier immer sehr wohl, aber wenn es kühler ist, fühle ich mich wohler, muss ich zugeben. Ja, es wird ja langsam etwas. Ich habe hier schon Durchzug, so... Im Keller war es jetzt wochenlang kühl. Bis du es warm geatmet hast aber gestern. Aber irgendwann ist halt, irgendwann ist dann halt. Ist einfach auch vorbei dann, ja. 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 So. So, war dann noch da die. Da hier der Sir Alex da oben hat auch geschrieben, hier einen Amiga 2000 hat er auch, er weiß aber die Version nicht, irgendwas mit V4. Ja. Also ich habe Version 4.2. Das ist so die typischste. Ja. 4.0, glaube ich, gab es nie. Gab es, glaube ich, nicht in freier Wildbahn. Also wenn du einen V4 hast, dann ist 4.2 relativ wahrscheinlich. Ja, der Kickstart 1.2 oder 1.3? Also Alex sagt, es ist wie in der Videothek. Also so ein bisschen ist es auch gedacht. Einfach das Regal. Man kann, wenn man will, also natürlich spielen wir vieles im Emulator, ja, aber ich habe ja auch hier, ihr seht, direkt neben uns steht der Originalrechner. Wir spielen aber nur, was du hast. Ja, also wir spielen ausschließlich Spiele, von denen ich das Original besitze. Also sofern es ein Original gibt bei PD-Spielen, falls man sowas mal machen, halt nicht. Aber das ist die Regel. Wir spielen es dann im Emulator, aber wir spielen nur Sachen, die ich im Original besitze. Das ist mir wichtig. Mhm. Ja. Den Xander Tacles mache ich gleich. Wenn es 1.3 ist, Sir Alex, dann ist es vermutlich Revision 4.3 oder 4.4. Auf dem Board steht nur V4, merkwürdig. Und es könnte natürlich auch sein, dass 1.3 nachgerüstet wurde. Ja. Der Xander Tacles hat gefragt, Hagen, sammelst du auch? Nee. Also da muss man schon, ich habe derzeit ein massives Platzproblem, das muss man dazu sagen. Und ich genieße es sehr, beim Dennis abzuhängen, muss man auch dazu sagen. Und ich bin jemand, meine Verbindung zu spielen ist das selber tun oder dabei sitzen. Also weniger macht die Schachtel. Mir ist die Schachtel, also ich finde Schachteln toll und Handbücher auch, aber für mich ist das ein ganzes Erlebnispaket. Also Schachtel angucken, Handbuch angucken, spielen, mit dem Dennis spielen. Zu Hause sitzen, ich habe noch meine Spiele von damals. Also ich glaube, nie ein Spiel verkauft. Stehen noch alle im Regal, so wie sie sind. Habe auch noch meinen C64 und meinen Amiga, also auch die nicht verkauft. Das ist meine Sammlung, aber ich erweitere nicht. Sondern das ist das, was ich möchte und was ich habe. Und alles andere, da liegt bei ihm. Genau, also quasi die zentrale Virtual Dimension Sammlung befindet sich hier. Und wenn von den Jungs irgendjemand was mal haben will, dann kann man das auch mal ausleihen. Aber meistens kommt ihr sowieso dann hierher, um das dann hier zu zocken. Macht ja auch Spaß mit anderen zusammen. Ja, also eines der schönen Effekte, muss man ganz deutlich sagen, von den alten Spielen ist, dass es einfacher ist, zusammenzuspielen.
Also wenn ich mir überlege, wir spielen Far Cry zusammen, ich war keine Ahnung, aber ich habe da überhaupt nicht so den Drive, mit dir zusammen Dings zu spielen. Obwohl das ein richtig schönes Spiel sein soll. Konsolendoc meint, in Hamburg gibt es einen Retro-Verein, die haben 20 Meter lange Wände mit Retro-Games. Du meinst Com Illusion, wo die Kollegen vom Retro-Kompott ihren Sitz haben. Ja. Retro-Kompott, die werden auch bei den Gamescom-Livestreams dabei sein, also nicht bei unseren, sondern bei den offiziellen. Wo haben wir die kennengelernt? Die haben moderiert auf der Amiga, auf der Amiga 34 haben die Moderation gemacht. Auch sehr sympathische Jungs. Es gibt auch einen Podcast von denen. Mhm. Ja. So, guck mal, da wird noch ein Name genannt. Stefan Fraundorfer. Freunddorfer. Fraundorfer, nein. Sagt der Name, also der Name sagt mir nichts. Vielleicht, also ich will nicht ausschließen. Ich kenne viele Leute, wenn ihr mir sagt, sag mir den Namen. Aber der Name, da klingelt es jetzt gerade nicht. Powerplay. Das muss gewesen sein, nachdem ich aufgehört habe, Powerplay zu lesen, glaube ich. Ich habe die Powerplay nie gelesen, höchstens bei dir zu Hause, wenn ich neben dir gesessen habe. Mhm. Also insofern darfst du mich das nicht fragen. No. Gut. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zum Ende. Du fadest Ende aus, meinst du? Zwei Minuten vor drei sozusagen. Ja. So, sie kommen, so ein Mist, schnell raus. Ja, aber wenn sie kommen, dann musst du ja auch noch weiter und ich könnte so langsam bin ich jetzt auch durch. Und noch eine Stunde hinterher schieben ist jetzt auch doof. Hast du auch schon recht. Ja. So, dann vielen Dank vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, nächster Stream am 24. Ansonsten auf unseren beiden YouTube-Kanälen jede Menge Videos. Ich hätte noch was zu sagen. Ja. Der Dennis hat mich diesen Donnerstag überrascht. Ich fand es nämlich sehr lustig. Der hat nämlich gesagt, wie nennst du das immer, diesen Mitternachts-Dingsi? Mitternachtstalk. Der Mitternachtstalk. Er hat sozusagen unsere Gespräche, also unsere Mitternachtsgespräche, verwendet, um auch daraus ein Video zu machen, also Videos zu machen. Und gibt es exklusiv für unsere Patrone als Bonus-Content. Ja, weil wir auch häufiger gefragt werden, ja, was gibt's denn da überhaupt? Das ist auch dabei. Und ich rate mal, das hier auch. Willst du dann nicht irgendwie Tschüssi beim Ad Astra zum Mitternachtstalk oder so sagen? Ich weiß es ja. Ich hatte ja am Anfang gedacht, dass wir hier nach 5 Minuten Schluss machen, dass wir jetzt hier doch schon wieder eine halbe Stunde reden. Ja, du wolltest nicht anmoderieren, habe ich schon voll bemerkt. Hatte ich ja gar nicht so gedacht. Deswegen, man weiß da nie, was einen so erwartet. Ja. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ganz kurz, wir gucken mal, ob noch irgendjemand live ist, dass wir noch raiden können. Jetzt wollte ich gerade Tschüssi sagen. Ja, das war nicht voreilig. Ich hab schon den Finger an der Stirn gehabt. Hab ich schon ja hier. So, gucken wir mal bei Twitch. Ravioli ist noch am Streamen. Was machen die denn gerade? Ist da Bastelnacht? Da ist hier Ryzen 5 Pro 4650G versus B540 Tai Chi. Warte mal kurz, bis die Werbung vorbei ist. 3, 2, 1. Chaga. Ist doch der Cracky, wenn ich das richtig sehe. Ja. 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 Dann würde ich sagen, wir machen das jetzt andersrum. Wir raten jetzt den Cracky. Ja. Ja. Okay. So, dann jetzt aber. Dann bis zum nächsten Mal. Warte, ich muss hier. Ich kann kein Multitasking. Ich muss hier auf den Creator. Dashboard, dann klicke ich hier, dann sage ich, klicke ich da. Und jetzt musst du noch irgendwie. Und dann muss ich das hier noch gleich bestätigen. Also, wir gucken rüber bei Ravioli und sagen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ad Astra.